In this river? Come river. I put my suit on that everybody likes to see. Everybody loves my shirts. People keep trying to buy it. I just want to keep it. I like it. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Ich finde immer noch, ich bin absolut nicht die Beruf, wie ich verdient habe. Weil ich glaube, ich mache sehr radikal, sehr wichtige Dinge, die teilweise nicht verstanden ist. Und das ist das Problem. Ich habe nie gesagt, ich bin ein guter Mensch. Ich bin einfach verdammt intelligent und talentiert. Und das ist, wo ich dann zeichne. So. Und dieser Stuhl, bin ich ziemlich stolz darauf. Das ist ein Stuhl, typischer Schweizer Küchenstuhl, gell? Aber ersetzt mit einer Monochrom-Malerei, weil ich hasse puristische Kunst. Und so, wenn ich arbeite, sitze ich auf ein reduktivistisches Bild. Und niemand weiß das, aber es tut mir sehr gut. I put my ass on reductivism. Und langsam wird es sogar fast interessant. So. Habe ich gedacht, ich gebe auf. Nie. Aber ich bin fast pathologischer Selbstsicher. Ich war mit 11 Jahren alt, habe ich wie eine Epiphanie von Gott gesagt, ich soll Künstler sein. Ich habe mit 13 begonnen, ich habe jeden Tag, seit ich 13 war, gemalt oder gezeichnet. Und ich habe mich immer angeschaut als Künstler. Und habe nie gezweifelt. Es ist komisch, aber ich verzweifle nie. So irgendwie ist etwas nicht richtig in meinem Kopf. Jetzt, dass es geht gut, ich sage, ja, ich habe immer an dich geglaubt. Und, aber habe ich nie aufgehört. Ich bin in einem Monat 58. Ja, ich bin Künstler, der studiert. Ich bin auch Kunsthistoriker. Ich bin ganz klar ein Linke. Mein Vater hat für Franklin Del Roosevelt gearbeitet. Ich bin sehr stolz darauf. Ich bin weit links. So, für alle, die anschauen, und sind rechts. Ich unterrichte, die Lehrer sagen immer, Herr Brandl oder Dr. Brandl, weißt du, dass du vollständig in Englisch und dann die Schüler finden das geil und die kopieren es. Das ist eine Schwäche. Ich liebe das Wort fuck. Wenn jemand kommt zu meinem Ableben, so, ich hole mein Ding und ich schaue, was es kostet. Weil sogar jetzt zum Beispiel mit Martin Jedlitschka habe ich einen Vertrag in der deutschen Sprachraum. So alles, was verkauft ist in der deutschen Sprachraum, kriegt er 50%. Aber dafür arbeitet er viel mehr als ich und verkauft viel mehr als ich. Von Leuten, die ich hätte nie. So ich habe nichts dagegen. Er verdient es wie verrückt. Aber dann muss ich anschauen, was fragt er? Ich kann ihm nicht untergehen oder irgendwas. Aber meistens würde ich es nicht hier verkaufen sowieso. Ich schicke die Leute zu der Galerie. Aber das ist ein ganz heikles Thema. Wir haben heute etwa ja, 70% von der Käuferschaft ist sehr reich, oder? Und tut mit ihrem Geld Einfluss nehmen auf den Kunstmarkt, oder? Wo sie früher mehr auf Kuratoren gehört haben, wo sie früher mehr auf die Auktionsergebnisse geschaut haben von den einzelnen Künstlern. Gehen sie heute ziemlich wild vor und versuchen so einen ganzen, ja, Markt oder einen Teil von dem Markt zu versuchen, zu sichern, zu festigen und für ihre Interessen zu verwenden. Mark ist für mich im Kunstbetrieb ein Künstler, eine Person, eine Figur, wie ich sie sonst eigentlich nicht kenne. Schon biografisch, er wächst in Chicago oder bei Chicago auf und entscheidet sich dann irgendwann ins Appenzell zu gehen. Wie die beiden Orte zusammenhängen, wie man eine Jugend mit Motorradjacken und allem Möglichen, was man sich dazu fantasieren kann, mit dem stillen, wandelnden, spazierenden Leben in Appenzell zusammenbringt und trotzdem dieselbe eine Person bleibt und auch noch Kunst hervorbringt. Das ist einfach ein Wunder irgendwo und wunderbar, dass es funktioniert. Wir sind aber ein bisschen zu hochnasig. Wir wollen alle, wir spielen gerne elitär. Ja, weil wir sind so viel mit den Superreichen und so, dass wir fühlen uns ein bisschen ein Teil von das. Aber es ist nicht wahr. Und ich komme aus dem Unterschied. Gell? Meine Großeltern waren Einwanderer. Mein Vater war recht arm und dann hat sich hochgearbeitet. So, ich komme, er kommt aus der Unterschicht, ich komme aus der Arbeiterschicht. Und so. Aber wir wissen, wie das geht. Wir arbeiten. Gell? Wir finden es schön, wenn es ein Sozialsystem geht, aber wir wissen auch, wie man Jobs kriegt. Du arbeitest. Ich bin diese komische Mischung aus Gegensätzen. Einerseits bin ich Handwerker, andererseits Philosoph oder Kunsthistoriker. Ich bin in das System und auch raus. Wenn du total unbekannt bist und du kritisierst, niemand hört dich zu. Wenn du Superstar bist, meistens wirst du nicht dein Leben kaputt machen. Wenn du inzwischen bekannt genug und verkaufst genug wie uns, du kannst auch besser kritisieren. Aber davon aus habe ich mehrere Artikel geschrieben, wo ich habe die ganze Situation ja kritisiert, dass ich finde, dass es ungesund ist. Ich habe einen großen Artikel in Deutsch und Englisch geschrieben und ich habe hunderte von E-Mails und Briefe bekommen, inklusive von teilweise berühmtesten Kuratoren auf der Welt, die sagen, die sind einverstanden mit mir, aber sag nie jemand, dass ich dir das gesagt habe. So, das ist interessant. Warum habe ich das gemacht? Einfach, ich habe immer wieder Krisen. Ich dachte, ich bin langsam ein bisschen auf. Es ist mir scheißegal. Ich sage es und dann kommt es raus. Ja, dann, meine Karriere wäre viel besser, wäre ich nicht so aggressiv. Aber ich bin einfach nicht ein Arschkriecher. Ich bin sogar ein bisschen ein Problem. Also, I'm probably the happiest pain in the ass on the world. In the world. Also ich habe die Leute gesagt, oh, du bist so glücklich, aber warum bist du so aggressiv? Aber das mag nicht glücklich aggressiv zu sein. Als ich das erste Mal in einem Schule hatte, also als er sich vorgestellt hat, habe ich gedacht, krass, der hat es geschafft. Der ist in der Kunstwelt voll drin und der macht sein Ding, der weiß, was er tut, der hat Bilder im MoMA, also im Museum of Modern Art in New York. Und das ist nichts, oder? er hat es, glaube ich, nicht ganz einfach gehabt. Du musst halt unten durch am Anfang, und er hat sich halt nicht angepasst. Er ist nicht nur Künstler, er ist auch noch Kunsthistoriker und Kunstkritiker, und diese Mischung ist, ja, nicht einfach, glaube ich. Ich glaube, er hat mit seiner Art auch extrem an, und dass er seine extreme Meinung hat, wo er voll dazu steht und auch allen ins Gesicht zeigt. Ich glaube, da ist nicht jeder glücklich damit, und er sagt es halt einfach, macht es, und das finde ich auch gut, aber es hat wahrscheinlich auch seine Schattenseite. Wenn du entscheidest, Kunst zu sein in Werke, du weißt, ich kann sterben. Es gibt eine gute Möglichkeit, ich habe Zeit, wenn ich kann nicht leben, ich kann nicht essen. Es gab Zeit, dass ich in Chicago, ich habe in der Atelier gewohnt, habe knapp genug Geld, habe Kaffee geklaut, weil ich habe nicht genug Geld gehabt, Kaffee zu kaufen. Ich habe mehrere Freunde, die sind tot wegen Alkohol, Drogen, Unfällen, Dinge und so, gell, jung. Und das war ein bisschen das Ziel, es ist scheußlich, aber ein bisschen von meiner Generation. I wish I die before I get old. Und ich nicht. So jetzt mein Ziel ist, so lange zu leben, dass ich kann hinter den Rücken von meinen Feinden sprechen, wenn die tot sind. Ich tauche auf, entweder mit Motorrad oder Hund und Motorradjacke. Also wenn die mich anstellen, sogar als Lehrer, ich muss immer sagen, aber ich werde meine komische Motorradjacke tragen und mein Teenager-T-Shirts und solche und wahrscheinlich mit dem Hund auftauchen, und wenn du es nicht haben, dann findest du jemand anderes. Where were we? Good in English. Where were we? Wo waren wir? Sie, Martin. Renaissance, glaube ich. Aber du hast sicher. Sagen wir das letzte Wort. Am Schluss kriege ich eine Fotokopie von deinem ganzen Skizzenbuch und du kriegst dafür ein 6. Renaissance Musik. Come on, play and don't do bullshit. In the fog, near the mountainside. In the fog, near to the mountainside. She was you not whether she was gone. You knew not whether she was gone. Madrigal, Madrigal. Organisiert, sehr klar, sogar wenig Harmonie und so weiter. Sehr schön, sehr rein. Das ist die Jungfrau aus Giraffe-Elefant. Das ist so schräg. Und Jesus, was ist das? Ein Baby oder ist der 10 oder ist das E.T.? Das ist wirklich ein hässliches Baby. Es tut mir leid, Jesus. Aber schau mal, das ist schräg. Man merkt, dass man beginnt die Dinge. Hier, schau mal, stopft alle diese Leute hier. Und dann, hier ist diese Tiefe. Und dann ganz tief hier. Aber diese komische, was ist das? Ken da hinten da? Also man sieht so. Ja. Er ist eine interessante Figur. Er ist spät. Ups. Warte einen Moment. Ciao, Batman. Oh, I'm sorry, Commissioner Gordon needs me. Nice. Kennst du das? Also ich glaube, er ist sehr ehrlich, also von Person an. Ich glaube nicht, dass er verschieden ist als Dozent oder als Mensch, so wie ich ihn kennengelernt habe. Er ist sehr authentisch, und ich glaube, er ist als Mensch, aber so. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut privat, ich kenne ihn nur als Dozent. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass er privat anders ist. Ich glaube, er ist einfach, er ist true. Füße. Warte. Ich war unterwegs nach New York zu gehen, als ich habe meine Frau kennengelernt. Sie sagt anstatt, sie geht zurück nach Europa und ich sage, ich folge sie. Da war auch schwierig, weil viele von meinen Freunden haben gesagt, mach das nicht, du brennst deine Brücke hinter dich. Ich habe gesagt, in meinem Leben, ich habe immer meine Brücke sogar vor mich gebracht. Und das ist meine Gewohnheit. Habe gefolgt. Und, aber muss quasi meine Karriere von vorne wieder beginnen, weil ich nicht berühmt war. Ich habe jetzt 30, bin Ordner mit alle meine Ausstellungen, mein Leben und so. Habe die wichtigsten Dinge genommen, bin zu einem Parkurator gegangen und so und sagte, ja, ich würde gerne kennenlernen. So, und hier hat man sofort gesagt, hier in der Schweiz, kennen wir uns? Nein, deswegen habe ich gesagt, können wir treffen. Und das war sehr schwierig, über das zu kommen, also über diese, nein, ich kenne niemanden, ich bin ein Ausländer, ich bin ein Stranger. I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a tomcat. I chased some tails and I left some tracks. I still know how to have my fun, 'cause I'm 74 years young. Also ich war sehr gut in der Schule und ich war unter großem Druck, ein Arzt zu sein, von meiner Mutter wahrscheinlich. Und das war das absolut Schlimmste, weil ich war sicher, dass ich war Künstler. Sie hatte muss und sie war ständig Druck, dass ich soll das machen als Hobby. Na, was mache ich? Ich gehe in die Uni und ich werde Künstler. Und jetzt bin ich Doktor, aber der Falsche. Been all around the world, everywhere's home. Drink wine with kings and the Rolling Stones. I got a few scars from the battles I won, 'cause I'm 74 years young. Okay, das Bild ist fertig. Klein, aber... Ich glaube, das ist eine gute Frage, ich glaube, es gibt nicht mich ohne Künstler. Es gibt kein Brandl ohne Künstler. Ich sehe sogar fast schizophren, ein bisschen so würde ich sagen, oder nicht schizophren, so wie man auf der Straße schizophren, so Split Personality sagt. Das Mark existiert nur, so dass Brandl kann malen. So, Mark macht Dinge mit der Welt und so, aber das Wichtigste für mich ist hier. Zu Hause habe ich ausgezogen. Ich bin mich wirklich hier und wenn ich male. Und wenn ich nicht Künstler wäre, dann wäre ich Künstler. Everywhere's home. Drink wine with King and the Rolling Stone. Got a few scars from all that. It's so dumm. Mein Name. Aber also wirklich niemand so. Seven four years young. Gonna keep on having fun. When I get to the end of the line, I sure said Pete just a real good time. But tonight I feel like I'm 21. I'm 74 years young. When it comes to loving, I ain't never done. 'Cause I'm 74.